Guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Crew mit Carver Knight. Hallo. Hallo. Da steht er sogar. Und hier ist noch einer. Den kennen wir nicht. Der hat ein schönes Auto. Und da ist noch einer gewesen. So, wir fahren gerade zur nächsten Mission. Ich glaube, die fahren auch locker dahin. Da kloppen sich eher. Oder so. Okay, wir sind schneller als der. Ja, der hat doch so ein Standardding, glaube ich. Das ist doch schön. Einfach mal vorbeifahren, ohne zu rammen. Nitro-Strecke, Alter, ohne Witz. Hau rein. Hab ich schon. Mit Nitro überhole ich dich ohne Probleme. Aber ich habe vorher Nitro benutzt. Was ist das? Wow! Du hast locker noch mal gemacht, ne? Nein, ich bin. Hä? Ich bin doch immer noch drin. In der aktuellen Mission. Was für ein Sack. Zehn Tore. Elf. Ja, das wird nichts. Das wird nichts. Ich glaube, ich habe 20. Hast du noch mal gemacht? Nö. Ja, aber auch nichts. Mach ich fortfahren. Bin kaputt gegangen. Ich habe ungefähr 20 Checkpoints oder so übersprungen. Ja, ich auch. Ich war kaputt. Kriegt man Punkte, wenn man sich diesen Wiki anschaut? Was haben wir denn hier? Ja, kriegt man aber sehr wenig. 25 oder so. Lohnt sich nicht. Guck mal, der schaut sich trotzdem an. Ja, klar. Der blaue ist hinter mir. Der war schnell. Toll, jetzt ist die Markierung auf der Karte weg, leider. Und ich sehe nichts. Geradeaus oder rechts? Ah, jetzt ist sie wieder da. Was war es eigentlich gerade vor der Aufnahme? Da bist du einfach bei der Autobahn einfach geradeaus gefahren. Ich hatte mein Rallye-Auto noch. Ja, aber wieso bist du einfach geradeaus gefahren? Ach so, Rallye-Auto zeigt dir eine andere Strecke an. Ja. Ja, stimmt. Entschuldigung. Hörst du mich eigentlich? Nein, ne? Mit dem anderen Headset? Ja, was für ein Wichser. Was denn? Der rammt mich hier weg. Ja, ist so ein Problem. Mit den anderen Leuten. So richtig bewusst oder könnte man das... Ja, bewusst hat er mich weggehauen. Ja, Drecksack. Dafür habe ich ihn jetzt gedreht. Der kann froh sein, dass man hier nicht schießen kann. Ja, ich krieg nicht mal Bronze. Ja, ich war kurz vor Silber. Wäre aber auch nicht so einfach gewesen mit dem... Ja, kommt immer auf Fahrzeug an, ne, wo man das macht. Hier wäre Gelände zum Beispiel vorteilhafter. Fahrzeugteil. Ne, Radar. Ach, Radar kannst du scheißen. Das sieht rechts aus, sieht aus wie so ein Fahrzeugteil. Aber wäre zu offensichtlich. Erster. Ich habe dich nachgemacht. Habe ich das schön gemacht? Habibi? Manuel? Ja? Habe ich das schön gemacht? Letzte Chance für einen Rückzieher. Willst du das wirklich? Hasse. Dankeschön. Sehr schön. Dann los mit dir zur Location. Dann wird er nicht wunderschön. Wo? So ein Manuel hat mir... Oh, shit. Ist legal, versprochen. Er bedient nur eine Klientel, die nicht 7 Tage warten will. Weißt du, was eine richtige Herausforderung wäre? Ja. Wenn man solche Sachen online mit anderen Leuten machen müsste. Guck mal, wer da so aus den Büschen gefahren kommt. Der Buschmensch. Ich habe einen GTA-Mitspieler gefunden, den Buschkopf. Kennst du den? Ja. Den gibt's auch in der Crew. Ich kann dich also nicht überzeugen, dass es bescheuert ist, Schiff zu töten. Nein. Dann will ich eins wissen. Warum? Im Ernst? Schiff hat mir alles genommen. Was ist mit uns, deiner Crew? Was meinst du? Sind wir nicht sowas wie deine Familie? Nein.
der uns so schlechtes Gewissen machen. Ja. Der hat ja auch jemanden gekillt und wird seitdem verfolgt. Das hat wahrscheinlich Angstzustände. Ganz einfach. Wenn du jemanden killen willst, Auftrag geben an so einem Auftragskiller. Und dann macht der das und ihr bekommt nichts damit mit. Es sei denn, diese Person ist irgendwie eure Ehefrau, die ihr loswerden wollt. Wieso eigentlich mal Kill mit der Pistole? Das ist doch so altmodisch. Sucht euch mal was Neues aus. Pistole, Einschuss. Zum Beispiel hier, präpariert sein Auto, Bremsen wegschneiden. Ja, noch andere Leute mit um. Was? Mit anderen noch? Andere Leute mit um. Ach komm, hör auf, Alter, ey. Da hab ich Dings. Letztens im Fernsehen haben die eine Tussi gezeigt, wo ihr Freund mit ihr Schluss gemacht hat und die wollte nicht mehr leben, hat die Auto genommen, falsche Seite von Autobahn gefahren und wollte sich selber umbringen. Was für eine Missgestalt. Ich hasse solche Menschen, die halt sich selber killen wollen, mit dem Auto auf anderen Straßenseite fahren. Ja. Ups. Straße. Solche Leute, dafür sollte es immer noch so öffentliche Steinigung oder sowas geben. Für solche Leute. Weil stellt euch mal vor, ich denke nicht mal an mich selber, sondern zum Beispiel an meine kleine Cousine, die gerade mal ein Jahr alt ist. Stell dich vor, die fahren irgendwo hin und dann kommt so ein besenkte Missgestalt. Das sind doch keine Menschen. Sowas kann man auch nicht vergeben oder so. Solche Leute kotzen mich an und deswegen bin ich immer noch für diese Stopper. Kennst du das? Wo man eine Richtung zwar ohne Probleme entlangfahren kann, aber andere Richtungen sind so Stacheln. Wenn man von der richtigen Richtung rüberfährt, dann werden die runtergedrückt automatisch von den Reifen. Wenn man von anderer Richtung kommt, werden die Reifen direkt aufzerfetzt, aufgeplatzt. Sowas muss man machen. Oder noch besser eine Mine. Mit Sensor, wenn man sieht, ah, guck mal, Selbstmord gefährdet, zack. Weg mit so einem Scheiß. Ja, dann würden die das aber locker absichtlich machen. Ja. Nee, ey, dafür muss es irgendwas geben. Irgendwas, keine Ahnung. Von mir aus ein Schuss auf den Motor oder so von irgendwas, von einem Geschütz. Ja, das ist jetzt wieder so übertrieben. Irgendwas muss es doch geben. In der Zukunft sehr wahrscheinlich so EMP-Impuls. Sodass die Elektronik aufgibt vom Fahrzeug. Fast and Furious. Ja, Mann. Fast and Furious 10. Ne, in irgendeinem gab's das auch, ne? Du bist fast da, Kleiner. Yep. Er wartet ein Stück weiter vorne. Komm mal, wir hatten bis jetzt kein Problem mit der Zeit. Noch. Sag's nicht zu früh. Ja. Ist immer so, wenn ich irgendwas zu früh sage, passiert eh irgendwas. Aua. Jetzt überholt uns Covernet. Nein, sauber. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Das Wenden dauert hier. Glaub an dich. Er sagt, er verschwindet gleich. Nein. Nitro. Nein. Okay, wäre Carbon halt richtig weiter weg, hätten wir verkackt. Dankeschön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. 49. Bronze. Bronze? Was hab ich? Auch Bronze, obwohl du 2020 Punkte weniger hast. Ja, ich hab zum Schluss verkackt, ne? Das heißt. Aber warum hast du dann so wenig Punkte? Ja, der Schluss hat wohl... Ich verstehe das Punktesystem hier null, ey. Ich auch nicht. Driften oder was? Schaden keine oder... Ahnung. Oder wenig Schaden wie möglich machen. Das kann auch sein. Obwohl... Oh, guck mal. Wechseln wir wieder Auto? Sie. Nein. Sagt, du weißt, wie man damit umgeht. Sicher, oder? Danke. Hast du sie? Ja, danke für die Hilfe, Vince. Vince McMahon.
Knarre oder was? Keine Ahnung. Da haben wir jetzt nicht aufgepasst. Egal. Wir werden es noch rausfinden, glaube ich. Die nächste Mission ist gar nicht so weit weg. Und du darfst sie mal markieren. Ich habe keinen Bock, immer zu markieren. Jetzt bist du dran. Ich warte sogar. Immer ich. Immer du? Was? Alter, die ist voll weit weg. 23 Kilometer. Da mach ich hab keine Markierung. Hä? Da geht doch keine Blitzreise hin. Was hast du denn schon wieder markiert? Mission. Sorry, Mission. Wo blinkt es? Da. Da kann man doch keine Blitzreise hin machen. Nö, aber. Ja, am Rand. Wegpunkt setzen. Wo meint der denn? Hier? Ja, hier ist schön nah dran. Nein, nein, oh shit. Entschuldigung. Nochmal. Was hast denn du für einen Wegpunkt hier gesetzt? Einen falschen. Aber jetzt ist er wieder richtig. Ich komme auch. Fahrzeug wechseln am besten. Ist noch Gelände. Ist noch Gelände, okay. Kann glaube ich noch sehr lange Gelände sein. 12 Kilometer sind es nur noch geworden. Yippie-yay, Schweinebacke. Ich nehme mal den schnellen Weg ohne Straße. Hast du die Herausforderung genommen? Ja, aber... Was denn? Ja, Linie. Ja, das ist ja schön. Geist ist direkt vor einem. Scheiße. Scheiße. Dürfte zu viel. Ist doch gut. Ist halt nur auf der Linie. Zweimal zu weit dürfen. Rausgekommen. Ich habe nicht super gestartet. Ich bin langsam gewesen. Bronze. Egal, eventuell. Bronze ist schon mal sicher. Wir haben noch 7 Sekunden. Hast du doch locker Silber. Ja, kurz davor. Nein. War aber knapp. There is something in the water. Something in the water. Warum höre ich immer oder warum passiert das immer? Immer wenn ich im Radio bin. Hast du wiederholt? Nein. Ich habe mein Fahrzeugteil aufgerüstet. Bleibst du nie stehen oder wirst du nie zurückgesetzt, wenn du Fahrzeugteil hinzufügst? Doch, aber da ist erst das Blaue weg und dann ist auf einmal das Blaue wieder da. Welches Blaue? Dass du in der Herausforderung bist. Ja, achte doch gar nicht darauf. Boah. Ist auch gerade so geil gesprungen? Ja. Ich habe dafür 100 Bucks bekommen. Bucks ist die Währung. Aua. So, jetzt können wir wechseln, aber. Bip, bip. Miep, miep, miau. Sind wir schon da? Je schneller man ist, desto mehr haftet man am Boden, glaube ich. Wird einer verfolgt. Lass ihn helfen. Was? Was für ein Sack. Oh, fuck. Ja, das hast du davon. Herausforderung. Fahr so schnell und bleib auf der Straße. Richtiges Auto. Nur leider geht's hier nicht geradeaus. Allerdings. Wohl gleich. Bronze knapp. Alter, was hat denn für eine Strecke, bitteschön?